Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem kleinen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich, wie immer, standardmäßig im Hintergrund mein Dorf. Und ja, heute darf ich euch zu der Update-Folge begrüßen. Ihr habt's ja in den letzten Tagen schon gesehen auf meinem Kanal und auch auf vielen anderen YouTube-Kanälen, dass das Update kommt. Und ja, ich werde euch einfach mal direkt zeigen, was neu ist. Ich werde euch die Sachen vorlesen und ein bisschen dazu erklären. Und ich fange einfach mal an. Und zwar fängt es an mit der dunklen Zauberspruchfabrik, der Aufstieg der Meistermagier und Legenden. Drei neue Zauber für die Fabrik für dunkle Zauber. Das sind ja die drei Zauber, die in den letzten drei Tagen angekündigt wurden. Die werde ich euch dann einzeln nochmal zeigen. Weiter geht's mit erreiche Radius Level 10, um deinen Drachen auf Level 5 zu verbessern. Da werde ich euch dann gleich mal zeigen, wie viel der kostet. Jedenfalls sieht er richtig geil aus. Ich habe ihn schon mal gesehen heute bei anderen Clash of Clans Leuten, also bei den besten Spielern mit dabei. War ich euch auch noch zeigen vielleicht dann. Ab Rathaus Level 9 hilft dir ein zweiter Luftfeger dabei, den Himmel freizuhalten. Rathaus Level 9 bin ich ja schon lange, wisst. Werde ich vielleicht dann noch bauen oder in den nächsten paar Tagen den zweiten Luftfeger. Meinen ersten habe ich ja auch erst auf Level 4, aber den zweiten werde ich doch demnächst dann auch bauen. Gut, dann neue Ligen sowie Legenden, Liga, Turniere und Legenden-Trophäen. Da werde ich dann auch nochmal genauer drauf eingehen, was das zu bedeuten hat. Dann geht's weiter mit die Fabrik für dunkle Zauber. Nutze dunkles Elixier für die Entwicklung fortschrittlicher Taktikzauber ab Rathaus Level 8. Wie ihr wisst, die dunkle Zauberspruchfabrik ist ab Rathaus Level 8 verfügbar, deswegen steht's nochmal da. Der Giftzauber. Erschaffe eine Giftwolke, die Verteidiger verlangsamt und ihnen Trefferpunkte abzieht. Das war der erste Zauber, den ich euch angekündigt hatte am Sonntag. Dann kam am Montag der Erdbebenzauber. Beschädigt Gebäude und Mauern. Ist sozusagen wie ein Blitzzauber eigentlich gemacht. Der aber nur Gebäudenschaden macht. Aber wie gesagt, auch kein Lagern mehr, weil das ist jetzt auch seit dem Update zum Glück abgeschafft worden. Geht's weiter mit dem Eli-Zauber. Der beste Temposchub aller Zeiten. Halb so viel Lagerplatz wie für einen Wutzauber benötigt. Wiederum macht er eben aber auch keinen doppelten Schaden, sag ich mal. Er verschneidet zwar die Truppen deutlich, aber er macht eben keinen Schaden, keinen Schadensanstieg. Deswegen ist er halt einfach nur ein Geschwindigkeitszauber. Diese dunklen Zauber nehmen halb so viel Platz wie ein regulärer Zauber. Kombiniere nach Belieben und experimentiere mit ihnen. Ja, da habe ich auf alle Fälle was zu tun und ich denke viele andere Clash of Clans Spieler auch. Gut, geht's weiter mit den neuen Ligen und das Legenden-Tun. Das Legenden-Liga-Turnier, aha. Wir präsentieren die Titan-Liga und die äußerste prestigeträchtige Legenden-Liga ab 5000 Trophäen. Wie angekündigt, ab 5000 Trophäen kommt jetzt eine neue Liga ins Spiel. Werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Legenden-Liga-Turniere sind eine neue monatliche Herausforderung für die besten Spieler. Also wie gesagt, die besten Spieler der Welt kommen da eben in diese Legenden-Liga-Turniere rein. Wie die so richtig funktionieren, weiß ich selber noch nicht. Werde ich mich dann mal an dem heutigen Tag mal informieren darüber, wie das ist. Dann, die Endergebnisse der Turnierlegenden erscheinen im Reiter Beste Spieler sowie im Profil. Das Menü eines Spielers ist ja auch jetzt unterschiedlich, werde ich euch dann auch nochmal zeigen gleich. Bei jedem Turnier werden die Trophäen der Legenden auf 5000 zurückgesetzt. Überflüssige Trophäen werden in permanenten Legenden-Trophäen umgewandelt. Wie das funktioniert, habe ich leider noch keine so richtige Ahnung. Ich könnte es mir zwar vorstellen, aber ob das so ist, weiß ich nicht. Ich will euch ja keine falschen Informationen geben. Dann geht's weiter mit weiterer Verbesserung. Spielbalance. Reduzierte Erzeugungszeiten in der Zauberfabrik. Habe ich vorhin schon gesehen. Meine Heilzauber dauern jetzt nur noch, waren es 20 Minuten, glaube ich, von ehemals 30 Minuten. Richtig geil finde ich das. Dann, zusätzliche Zauber können jetzt in die Warteschlange gesetzt werden, auch wenn das Zauberlager voll ist. Also es ist einfach so gemacht, wie bei der Kaserne jetzt, damit man eben mehr Truppen, also ich sag, mehr Zauber halt in die Warteschlange machen kann. Und der nächste wird eben dann noch entwickelt und dann wird es halt gestoppt. Wie bei der Kaserne, also genauso eigentlich. Und dann, alle Ressourcenlager sind jetzt immun gegen direkte Zauberschaden. Das ist das Allergeilste, was es gibt. Da werde ich euch dann gleich in der Wiederholung zeigen von so ein paar Deppen, von so ein paar asozialen Versagern. Das werde ich euch dann mal zeigen. Ja, Clan-Turniere dauern einen ganzen Monat und mehr Spieler pro Clan können noch mehr Juwelen verdienen. Werde ich euch auch noch mal zeigen dann gleich. Ausbildungskosten von Barbaren, Bogenschützen, Drachen, Pega. Wurden auf dem jeweiligen Level geändert. Also bei einigen Leveln zumindest.
werde ich euch vielleicht noch zeigen. Dann Trefferpunkte von mehreren Gebäuden erhöht. Das habe ich jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, welche Gebäude das sind. Hätte man vielleicht vergleichen sollen mit vorher und nachher. Mal schauen. Verbesserungen bei Klassen. Truppen und Helden greifen Mauern weniger oft unnötig an. Gilt auch vor allem für die Bogenschützenkönigin. Bei der ist ja wirklich bekannt, damit, wenn einfach, es steht ein Gebäude da in der Nähe und sie will eben nicht außen rumlaufen um die Mauer, sondern schießt sich durch die Mauer durch. Also das ist das Dümmste, was man machen kann. Aber das wurde jetzt zum Glück behoben. Truppen und Helden durchbrechen Mauern nicht mehr, um zu einem zerstörten Ziel zu gelangen. Also das war ja immer so, wenn jetzt zum Beispiel angenommen der König noch da war, er hat sich durch die Mauer gekämpft, aber Bogenschützen oder so haben das Gebäude, wo er hin wollte, durch die Mauer, in der Zwischenzeit schon zerstört und der König hat trotzdem die Mauer so lange attackiert, bis sie kaputt war. Das ist eben jetzt auch geändert zum Glück. Mauerbrecher ändern ihr Ziel nicht mehr auf unnötige Mauern, wenn sie in Gruppen eingesetzt werden. Ob es jetzt so gemeint ist, dass jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Mauerbrecher setze, damit dann 6 zum selben Ziel laufen, das fand ich ein bisschen ärgerlich. Ob das jetzt gemeint ist, damit weiß ich nicht genau. Aber das werde ich ja dann in den nächsten Tagen sehen. Seltene Fehler behoben. Bei dem Helden oder Abwehranlagen festhängen und nicht angreifen. Gut, das kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Außer einmal den Magierturm hatte ich, glaube ich, gehabt, der mich nicht abgeschossen hatte. Aber sonst kenne ich das eigentlich nicht. Dann, Verbesserung der Benutzeroberfläche. Neue Ausbildungsschaltfläche für dein Armeelager und Angreifen. Du musst nicht mehr zur Kaserne. Zeige ich euch dann gleich, finde ich richtig geil. Alles im Überblick, alles auf einem Feld, zeige ich euch gleich. In der Armeeübersicht kannst du Truppen ansehen und anfordern, sowie deine Armee inklusive Zauber bearbeiten. Das ist dasselbe, nur halt noch mit dem, also das ist im Prinzip dasselbe, nur man kann es halt anders nutzen noch. In den Ausbildungsansichten erleichtern jetzt Schnellansicht Reiter die Navigation zwischen Gebäuden. Ist dasselbe. Verbesserung der Truppenauswahl beim Angriff. Einschließlich neuer Grafik und neuer Soundeffekte. Gut. Anstößige Nachrichten können jetzt über den Chat-Filter in Einstellungen herausgefiltert werden. Wahrscheinlich ist es im Global gemeint, weil da gibt es ja manchmal so ein paar Kunden, die einfach irgendwelche Scheiße reinschreiben. Und ja, das kann man dann eben ausblenden, sehr gut. Arabisch und Chinesisch Langzeichen werden jetzt auch unterstützt. Gut, das interessiert mich eigentlich weniger, muss ich sagen, aber schön, dass es gibt. Gut, fangen wir mal ganz oben an mit dem Profil. Ihr seht, es ist ein komplett neues Profil. Komplett neue Verteilung. Das Rathaus ist ja drüben, ist nicht mal hier oben, wo es erst war. Selbe Funktion, man kann die Base angucken hier oben noch. Dann, ihr seht, die drei neuen Zauber, 1, 2, 3, sind dazugekommen, logischerweise. Ja, man sieht jetzt hier oben gleich, wie viele Truppen man gespendet hat, wie viele gewonnene Angriffe und Verteidigung. Das war ja vorher schon so, aber jetzt ist es halt so seitlich dargestellt, sag ich mal. Vorher war es ja so untereinander. Und man sieht gleich die jeweiligen Kriegsstände, die man gewonnen hat und die Trophäen, die man als Höchstzahl erreicht hat. Bei mir sind es 1857, also Goldliga, und das steht jetzt eben immer dort oben. Gut, gehen wir weiter hier, und zwar ist jetzt das Trophäenzeichen hier hoch verschoben worden. Vorher war das ja hier bei den Nachrichten, wo jetzt die Nachrichten sind, aber da hier unten das Zeichen dazu kam, ist alles ein Stück nach oben gerutscht und ja. Dann, beste Clans, ihr seht, der Platz 1 kriegt 50.000 Juwelen, Platz 2 30.000 Juwelen und Platz 3 15.000 Juwelen. Aber, vorher war es ja so, diese Juwelen wurden, glaube ich, unter den 10 Besten im Clan verteilt und jetzt sind es eben die 20 Besten. Ich weiß nicht, ob das sich viel nimmt, aber ich denke mal, das kommt fast auf selber raus, weil es sind mehr Juwelen, aber es wird auch unter mehr Spielern verteilt. Also, ich denke, es kommt auf selber raus, muss ich sagen. Gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten. War hier was Neues? Nein. Hier unten, das ist die neue Armeeübersicht, nennt sie sich. Und zwar sieht man hier alle Truppen, die man da hat. Gleichzeitig sieht man hier unten die Clan-Truppen und kann eben auch Truppen anfordern, falls diese leer sind, eben mit dem Ausrufezeichen markiert. Auch hier sind die Zauber verfügbar und die Helden sieht man eben, bei mir ist noch ein Ausrufezeichen, weil meine Königin nicht dabei ist. Wenn ich jetzt auf Armee bearbeiten gehe, kann ich die Truppen löschen, welche ich eben nicht mehr haben will, aber das will ich ja nicht. Und zwar seht ihr jetzt hier unten die jeweiligen Kasernen. Das sind eben die 4 normalen Kasernen, die 2 dunklen Kasernen und die normale Zauberfabrik und die dunkle Zauberfabrik, die ich aber noch nicht habe. Habe ich angefangen zu bauen, war ich gleich noch mehr zu erzählen. Ja, finde ich ganz geil, muss ich sagen, weil so klickt man einfach rüber und man sieht eben, wo was in der Arbeit ist, ist dieses Play-Zeichen hier oben in der Ecke.
Weil ihr seht, ich habe jetzt hier, man kann jetzt 5 Zauber, Zauber lagern. Man kann 5 Zauber lagern, fertige. Und man kann aber auch schon die nächsten 5 in die Warteschlange stellen. Da wird aber eben nur der erste immer gemacht und die restlichen 4 sind halt hinten dran und werden dann, wenn der erste wieder verbraucht worden ist, also genutzt worden ist, wird dann der nächste gleich gebildet, wie bei der Kaserne, eigentlich genau dasselbe. Finde ich gut. Ist auf alle Fälle nicht verkehrt, weil bei der Kaserne ging es ja auch schon die ganze Zeit, warum soll es dann nicht bei der Zauberspruchfabrik auch gehen? Ja, dann, was wollte ich noch zeigen? Den Drache, was der im Labor kostet, und zwar seht ihr jetzt, der Drache auf Level 4 kostet 7 Millionen, dauert 14 Tage und der Drache auf Level 5 dauert dann auch 14 Tage, aber kostet 8 Millionen, also im Grunde genommen haben sie nur die Kosten vom Level 4 Drachen auf 1 Million runtergesetzt, auf 7 Millionen, da kostet er vorher 8 Millionen und sonst ist beim selben geblieben, weil, also ich finde, sie hätten vielleicht noch die Tage auf 12 oder auf 10 reduzieren können für den Level 4 Drachen, weil so warte ich jetzt 14 Tage auf meinen Level 4 Drachen und dann auch nochmal 14 Tage auf den Level 5 Drachen. Aber ihr wisst, Drachen sind sowieso nicht so meins. Jo, die Zaubersprüche kann ich euch noch nicht zeigen, muss ich sagen, weil ihr seht, ich habe sie im Ausbau, also ich habe sie jetzt gebaut. Die dunkle Zauberspruchfabrik auf Level 1 in 3 Tagen und 22 Stunden, also sprich Sonntag wird sie fertig. Ich wollte sie erst fertig jammen, aber ich dachte an 4 Tage und da habe ich mich dann, ihr seht es hier oben, habe ich mich für die 5. Bauhütte entschieden. Ich habe jetzt 5 Bauhütten, erschien mir einfach sinnvoller, muss ich sagen, als diese blöde Zauberspruchfabrik zu kaufen. Es wäre zwar geil gewesen, jetzt irgendwelche Zauber zeigen zu können, aber ganz im Ernst, das war es mir nicht wert. Da habe ich mir lieber die 5. Bauhütte geholt, da habe ich mehr davon, definitiv. Und ja, und zwar zeige ich euch mal die dunkle Zauberspruchfabrik. Hat er Julimog schon in Angriff geteilt, weil Julimog, kennt ihr ja auch von YouTube, der hat die sich schon auf Level 2 fertig gejammt. Ist jetzt leider nicht dabei, schade. Aber wir können mal besuchen gehen, Julimog besuchen. Und zwar, ihr seht sie hier auf Level 2 schon. Ich denke, die weltbesten Spieler werden sie schon auf Level 3 haben. Ich habe es bei Facebook vorhin gesehen. Der weltbeste Spieler, also einer der weltbesten Spieler, hat die schon auf Level 3 und hat auch alle Tränke hier, also die 3 Tränke schon maxed. Also das ist so heftig. Gut, der Spieler bekommt eben auch die, hat die Juwelen schon bekommen von den ganzen Clowns, weil er eben im besten Clown mit ist. Ich will mal schauen hier, Mega Empire, Auras glaube ich, besuchen. Er hat die schon auf Level 3. Wo hat er sie denn? Na, wo steht sie denn? Hä? Blöd, warum sehe ich die? Hier ist er auf Level 3 schon, sogar mit Schub schon drin, schon ziemlich heftig und ihr seht, er hat alle Zauber schon maxed, also hier den ersten Zauber auf Level 4, den zweiten und den dritten, alle Zauber auf Level 4, was er da an Juwelen reingesteckt hat, ich will es nicht wissen, weil einfach nur krass, also allein schon die Zaubersprick auf Level 3 zu machen, keine Ahnung wie viel Juwelen das kostet, wenn ich 4 Tage jammen würde, würde das allein schon 600 Juwelen kosten und dann nochmal 10 Tage und nochmal 14 Tage. Gottes Willen. Nee, da war mir meine Bauhütte auf alle Fälle lieber, meine 5. Bauhütte. Und ja, das war's eigentlich zu dem neuen Update, muss ich sagen. Der Rest kommt dann jetzt in den weiteren Folgen. Am Sonntag wird die Zauberspruchfabrik fertig, die dunkle. Da werde ich euch dann den ersten Zauber zeigen. Und ja, sie wird sich dann nach und nach durchziehen. Ich will ja wirklich nicht so viele Juwelen ausgeben dafür, muss ich sagen. Müsst ihr mich verstehen. Da wollen wir die 5. Bauhütte einfach lieber. Und ja, mein zweiter Bogenschützturm auf Level 13 ist auch fertig geworden heute. Und da ich jetzt 5 Bauarbeiter habe, kann ich jetzt eben den nächsten Turm schon ausbauen. Richtig geil. Da geht es jetzt richtig vorwärts. Da werde ich dann auch demnächst bald Max sein. Würde sich jetzt noch nochmal verschnellern. In dem Sinne, ja. Gut. Dann war es das für diese heutige kleine Update-Folge, heute ohne Angriff und so. Ach, ich wollte noch ein was zeigen. Und zwar, da muss ich vorhin so lachen, ohne Mist. Ihr seht es hier, der Karl, Slays und der Humura haben versucht, Dunkles zu geiern. Also da musste ich so feiern vorhin, ohne Mist, dass man so blöd sein kann. Man klickt das Update an, liest vielleicht sogar noch, was Sache ist. Und dann versteht man trotzdem nicht, damit man nichts mehr geiern kann. Oh, und er hat schon wieder 3 Blitzschläge fertig. Um Gottes Willen, ey, um Gottes Willen, den Menschen ist nicht zu helfen, also hier gerade dieser Chaos, Jans, ich weiß nicht, wann er es verstehen will oder ob er es überhaupt nicht versteht, dass das Geiern nichts mehr bringt. Ich würde es euch gerne zeigen, aber die Wiederholung ist leider schon weg, weil ich inzwischen schon noch angegriffen wurde. Aber gut, das war ich dann euch, vielleicht in den nächsten Videos zeigen, wenn noch so ein paar Affen vorbeikommen. Und ja,
Würde mich über Kommentare und Bewertungen sehr freuen, auch wenn es heute nur eine kleine Informationsfolge war, eine kleine Laberfolge, eine Update-Folge eben. Und ja, in dem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Christian.